Ein Urlaubsflieger von Corendon musste über der Schweiz in den Notsinkflug gehen. Der Kabinendruck war abgefallen, die Sauerstoffmasken kamen aus der Kabinendecke und innerhalb kürzester Zeit musste das Flugzeug auf eine sichere Höhe gebracht werden und landen. Druckabfall und Notsinkflug. Das ist ein ziemlich spannendes Thema. Unterhalten wir uns heute drüber. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Alle von euch, die schon mal mit einem Flugzeug unterwegs waren, kennen die Ansage vor jedem einzelnen Start. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie die Maske ganz zu sich herunter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie sie fest auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band um Ihren Kopf. Danach helfen Sie Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. Das ist der für diesen Flug relevante Teil des Sicherheitsbriefings, welches vor jedem Flug, vor jedem Start eines Flugzeuges durchgeführt wird. Das können viele von euch sicherlich mitsprechen, aber wirklich verstanden hat es vielleicht nicht unbedingt jeder und gebraucht haben es wohl bis jetzt die allerwenigsten. Auf einem völlig normalen, voll ausgebuchten Urlaubsflug der Corendon von Nürnberg nach Palma de Mallorca war das jetzt auf einmal ein ziemlich großes Thema. Der Start erfolgte früh am Morgen um 7 Uhr deutscher Zeit in Richtung Osten, in Nürnberg, und dann gab es eine Rechtskurve, um das Flugzeug auf den südwestlichen Kurs in Richtung Palma zu bringen. 20 Minuten nach dem Start wurde südlich von Stuttgart die Reiseflughöhe von an diesem Tag 33.000 Fuß, umgerechnet also ziemlich genau 10.000 Metern, erreicht. Wiederum 20 Minuten später, gerade über dem Genfer See im Schweizer Luftraum, kam es dann zum Druckverlust. Und diese Situation schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Druckverlust. Warum ist denn überhaupt Druck auf der Kabine? Mit zunehmender Höhe sinkt in der Atmosphäre der Luftdruck ab. Das habt ihr eventuell schon mal gehört. Oben ist die Luft dünner. Das meint genau das. Und dieser Luftdruck wird, kein Scheiß, der wird wirklich gemessen in Pascal. Und auf Meereshöhe, in einer Standardatmosphäre, beträgt der Luftdruck 1013,25 Hektopascal. Steigt man dann auf einen Berg, zum Beispiel auf den 4807 Meter hohen Mont Blanc, den höchsten Berg der Alpen, dann ist da der Luftdruck auf dem Gipfel deutlich niedriger. Dort misst man dann nur noch einen gut halb so hohen Luftdruck mit 547 Hektopascal. Ein gesunder Körper kann sich daran noch gewöhnen. Das dauert zwar eine ganze Weile, also ich bin kein Bergsteiger, ich habe keine Ahnung von sowas, aber ich glaube, so ein, zwei Wochen kann das durchaus bei einer untrainierten Person, die diese Höhe nicht gewohnt ist, dauern. Dann kann man sich akklimatisieren und kann mit dieser Höhe umgehen. Aber spätestens dann so zwischen 7.000 und 8.000 Metern beginnt dann wirklich eine lebensfeindliche Zone. Ein Flugzeug fliegt im Reiseflug aber meist in oder oberhalb von 10.000 Metern, so ja auch auf diesem Flug. Und der Luftdruck beträgt da nur noch 280 Hektopascal in 10.000 Metern Höhe und damit nicht mal mehr 30% des Luftdrucks in Meereshöhe. Und dort kann man definitiv nicht mehr normal atmen. Die prozentuale Zusammensetzung der Luft, die ändert sich zwar nicht im Vergleich zur Meereshöhe, also wenn wir uns einfach einen Würfel mit Luft am Boden in Meereshöhe nehmen und einen Würfel Luft in 10.000 Metern Höhe, dann finden wir dort immer noch 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff, ein bisschen Kohlenstoffdioxid und andere Gase. Aber die Anzahl der Sauerstoffmoleküle in diesem Würfel in großer Höhe ist deutlich geringer als die Anzahl der Sauerstoffmoleküle in dem Luftwürfel am Boden. Also ist der sogenannte Partialdruck des Sauerstoffs in diesem Würfel in großer Höhe deutlich geringer. Und das kann für uns Menschen in großer Höhe zu einem wirklich ernsthaften Problem werden und das innerhalb kürzester Zeit. Und deswegen brauchen wir in einem Flugzeug, das so hoch fliegt, auch eine Druckkabine. Auf technischer Seite sieht das dann so aus. Alles am Flugzeug bis auf das Radom, also die Flugzeugnase, der Stauort fürs Bugfahrwerk, fürs Hauptfahrwerk und das Heck des Flugzeuges mit Leitwerk, alles andere ist Teil der Druckkabine. Zwei sogenannte Packs, in Anführungszeichen die Klimaanlage des Flugzeuges, drücken während des Fluges Luft in diese Druckkabine. Um den Druck in der Kabine genau zu kontrollieren, gibt es dann am Heck des Flugzeuges ein sogenanntes Outflow Valve, also quasi ein Loch in der Druckkabine, aber ein ganz bewusstes Loch, dessen Größe im Normalfall vollautomatisch angepasst wird, um den Druck in der Kabine zu regulieren. Im Reiseflug ist dann der Luftdruck in der Kabine trotzdem geringer als in Meereshöhe. Das kann man sich dann so vorstellen, als wäre man die ganze Zeit auf einem 2000 bis 2500 Meter hohen Berg. Aber der Luftdruck in der Kabine ist damit eben deutlich höher als in der lebensfeindlichen Umgebung, in welcher sich die Maschine dort im Reiseflug gerade bewegt. Entweicht jetzt an irgendeiner Stelle, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel durch ein größeres, nicht kontrollierbares Loch im Rumpf des Flugzeuges, der Druck aus der Druckkabine, dann hat man schnell ein wirklich ernsthaftes Problem und es kann zu einem sogenannten plötzlichen Druckabfall kommen.
Der Körper ist dann innerhalb kürzester Zeit unterversorgt mit Sauerstoff, die Sauerstoffsättigung im Blut fällt rapide ab und man wird innerhalb kürzester Zeit handlungsunfähig und dann bewusstlos. Und das gilt auch wirklich für jeden. Körperlich sehr fitte, junge Menschen, die am besten auch noch ein bisschen an Höhe gewöhnt sind, weil sie hobbymäßig Bergsteiger sind oder sowas und Nichtraucher sind, die halten in einem solchen Fall etwas länger durch als die Menschen, auf die das nicht zutrifft. Allerdings, in so großen Höhen, in denen Verkehrsflugzeuge unterwegs sind, kann nach einigen Sekunden bereits niemand mehr sinnvoll agieren. Diese Zeit, in der man noch sinnvoll handeln kann, in der man noch sinnvoll agieren kann, das ist die Time of Useful Consciousness. In 33.000 Fuß, also in der Reiseflughöhe dieser Corendon-Maschine, beträgt die Time of Useful Consciousness gerade mal 30 bis 60 Sekunden. Was wiederum bedeutet, dass die Besatzung, nachdem sie den Schreck verarbeitet hat, dass sie gerade irgendwo geknallt hat und es zu einem plötzlichen Druckabfall gekommen ist, definitiv in 30 bis 60 Sekunden die richtigen Handgriffe erledigen muss. In noch größeren Höhen, so eine Boeing 737 kann ja durchaus auch über Flight Level 400 fliegen, also höher als 40.000 Fuß fliegen, da beträgt die Time of Useful Consciousness nur noch zwischen 10 und 20 Sekunden und wenn man noch höher unterwegs ist, zum Beispiel in Business Jets, Learjets, die teilweise Flight Level 450, 470 oder noch höher fliegen, dort beträgt die Time of Useful Consciousness dann teilweise sogar unter 10 Sekunden. Und alle anderen Details zeige ich euch am besten ganz einfach im Flugsimulator, denn dieses Thema ist wirklich absolut perfekt dafür geeignet und deswegen springen wir da jetzt auch gleich hin. Vorher darf ich euch aber, so wie jeden Monat, auch diesen Monat wieder Blinkist empfehlen. Und ihr wisst Bescheid, Blinkist empfehle ich euch wirklich immer wieder sehr, sehr gerne. Ihr kennt die App mittlerweile. Die App fasst euch die Kernaussagen von über 5000 Sachbüchern aus 27 unterschiedlichen Kategorien und auch von Podcasts in jeweils um die 15 Minuten zusammen. Es gibt Blinks auf Deutsch und auf Englisch. Ihr könnt die Blinks anhören oder lesen und falls euch mal ein Buch so richtig abholt, viele davon gibt es mittlerweile auch direkt in der App als Hörbuch verfügbar. Ich nutze die App sehr, sehr gerne, um mir einfach neue Bücher vorschlagen zu lassen, um sie mir dann eventuell, wenn sie mir gut gefallen, physisch auch ins Bücherregal zu stellen, um sie dann nochmal wirklich lesen zu können. Wenn ihr dann die Blinks eines Buches durchgehört habt, dann schlägt euch die App einfach ein nächstes passendes Buch vor, zum Beispiel für heute passend zum Thema Atmung das Buch Breath. Da ist Blinkist einfach perfekt, um ein paar wichtige Gedanken aus dem Buch mitnehmen zu können. Deswegen gilt nach wie vor unten in der Videobeschreibung der erste Link blinkist.de/aeronews liefert euch 25% Rabatt auf euer Jahresabo Blinkist Premium. Und denkt dran, ihr könnt die App auch 7 Tage völlig kostenlos in vollem Umfang testen, um dann wirklich herauszufinden, ob die App was für euch ist und ihr damit wirklich was anfangen könnt. Also viel Spaß damit und danke für euren Support. Und damit in den Flugsimulator. Also, willkommen im Cockpit eines Airbus A320. Ich zeige es euch lieber, das könnt ihr sicherlich nachvollziehen, im A320, weil ich den selber fliege und damit ziemlich genau kenne. Mit der 737 kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Mit der 737 kenne ich mich gar nicht aus, sind wir mal ehrlich. Aber die wichtigen Dinge für die Rapid Decompression, für den Druckverlust, die gelten bei der Boeing 737 genauso wie auch für den Airbus A320. Und wir fliegen gerade unsere Route von Nürnberg nach Palma de Mallorca, befinden uns auf unserer Reiseflughöhe von 33.000 Fuß und befinden uns auch gleich ziemlich genau dort, wo den Corendon-Kollegen der Druckverlust passiert ist. Der Genfer See befindet sich vor uns, der Flughafen Genf hier vorne, da könnt ihr ihn erkennen, beziehungsweise auf dem Navigation-Display hier, Lima Sierra Golf Golf, das ist der Flughafen von Genf. Wir werden ziemlich genau drüber hinwegfliegen und ganz klar zu erkennen bei dem wunderschönen Wetter, hier links wird es ziemlich schnell ziemlich hoch. Da hinten noch irgendwo der Mont Blanc. Oder ist er das sogar? Moment. Ganz kurz hier beim Kollegen gucken. Mont Blanc. Zack. Da, Genf. Darüber Mont Blanc. Um unsere sichere Höhe von 10.000 Fuß im Falle eines rapiden Druckverlusts schnell erreichen zu können, bewegen wir uns also ganz sicher nicht in diese Richtung. Und das gehört zur Situational Awareness dazu. Das heißt, wir wissen die ganze Zeit, was ist unser sogenanntes Minimum Usable Flight Level. Also auf welcher Höhe können wir hier im Fall der Fälle sinken. Wir können hier, falls wir einen Emergency Descent machen müssten, definitiv runter auf 10.000 Fuß, aber dann bewegen wir uns ganz sicher nicht in diese Richtung, sondern eher hier rechts in diese Richtung. Könnten wir nicht einfach geradeaus runter sinken? Das macht doch viel mehr Sinn, weil da ist ja irgendwie nur der See und der Flughafen Genf, das liegt auch direkt vor der Nase. Ja, kann man tatsächlich auch machen, macht aber gar nicht unbedingt so viel Sinn, denn wir fliegen jetzt gerade von einem Wegpunkt zum nächsten Wegpunkt, so wie das ganz viele andere Flugzeuge auch tun. Das heißt, es ist gut möglich, dass sich über uns welche befinden und unter uns welche befinden und das im sogenannten RVSM Airspace, Reduced Vertical Separation Minima, vielleicht sogar schon in Gegenrichtung nur 300 Meter unter uns. Das heißt, falls etwas sein sollte, drehen wir auf jeden Fall Minimum 30, vielleicht sogar eher 45 Grad weg von unserem Kurs, den wir gerade fliegen. Und dann fliegen wir auch niemandem auf den Kopf.
Jetzt hat der Phoenix A320 ziemlich viele, ziemlich coole Funktionen. Und zwar können wir einfach hier eine Decompression provozieren. Und genauso wie wir das als Besatzung tun, unterscheidet auch der Phoenix A320 zwischen einer Slow Decompression und einer plötzlichen, einer Rapid Decompression. Wir wählen jetzt einfach mal die Rapid Decompression und schauen uns an, was passiert. Bis jetzt noch nichts Auffälliges. Okay, also wir kriegen eine Master Warning und ihr seht, man kann definitiv startlen in so einer Situation, also man kann sich erschrecken. Und es ist eine Rapid Decompression, das heißt die Time of Useful Consciousness, die beginnt jetzt schon. Wir haben nur 30 bis 60 Sekunden. Wir sehen Master Warning, die Cabin Altitude geht nach oben über 14.000 Fuß. Der Differenzdruck, der geht immer weiter runter. Der Luftdruck, den wir in der Kabine haben, der gleicht sich jetzt und zwar innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit dem Luftdruck an, den wir um das Flugzeug herum haben. Sauerstoffmasken sind derweil schon in der Kabine automatisch aus der Kabinendecke gefallen. Und das allererste, was wir jetzt machen, sind Memory Items, die wir jetzt durchführen müssen, also Sachen, Handlungen, die wir immer im Kopf haben müssen. Das allererste, was wir jetzt machen, ist der Griff hier rüber zu meiner eigenen Sauerstoffmaske. Die setze ich auf, dann setze ich mein Headset auch wieder auf, damit ich auch wieder vernünftig was hören kann. Und in der Sauerstoffmaske befindet sich direkt ein Mikrofon, damit ich mit meinem Kollegen und mit der Flugsicherung sprechen kann. Das nächste, was gemacht wird, der Weg hier ans Overhead-Panel. Die Seatbelts hatten wir schon eingeschaltet. Falls das jetzt noch nicht der Fall sein sollte, werden die eingeschaltet. Und das nächste, was wir sofort machen, ist, wir leiten den Emergency Descent ein. Ich habe mir dafür gemerkt, drehen, ziehen, drehen, ziehen, ziehen. Zeige ich euch sofort, was das bedeutet. Wir drehen die Höhe runter, ziehen einmal daran. Wir drehen unseren Kurs so ungefähr 30 Grad nach rechts, haben wir ja schon drüber gesprochen, ziehen auch daran und wir ziehen einmal hier an der Geschwindigkeit. Dort steht Thrust Idle, Open Descent, Heading, das heißt wir sind raus auf dem NAV-Mode, fliegen jetzt nicht mehr unsere schon vorher eingegebene Flugroute ab, sondern bewegen uns jetzt mit den Triebwerken im Leerlauf mit einer bestimmten Geschwindigkeit in Richtung einer bestimmten Höhe auf einem bestimmten Steuerkurs. Und das ist genau das, was wir möchten. Sollte hier jetzt nicht Thrust Idle stehen, der Autothrust ist ja noch eingeschaltet, die automatische Schubkontrolle, sollte hier jetzt nicht Thrust Idle stehen, wir wollen auf gar keinen Fall, dass der Flieger weiter Gas gibt, dann würden wir jetzt die Schubhebel nach hinten zurückziehen. Was wir danach sofort machen, ist, wir fahren die Speedbrakes aus. Und zwar voll. Seht ihr auf der Tragfläche, die klappen dann nach oben, zerstören einfach Auftrieb, erhöhen den Widerstand, sorgen dafür, dass wir unsere Flughöhe schneller abbauen können. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal eine zweite Runde hier rüber und schauen, was haben wir da eigentlich eingestellt und was sollten wir einstellen. Also, wir haben unser Minimum Usable Flight Level immer im Kopf. Wir wissen, hier können wir runter auf Flugfläche 100, da wollen wir hin. Das heißt, wir drehen die Höhe dann auch wirklich auf 10.000 Fuß. Unser Steuerkurs 250 Grad passt erstmal ganz gut, bringt uns weg von allen möglichen Luftstraßen, raus aus dem Verkehr, raus aus dem AVSM Airspace. Unsere Geschwindigkeit, um jetzt schneller höher abbauen zu können, können wir noch weiter erhöhen. Das allerdings gerade bei einer Rapid Decompression definitiv mit Vorsicht, denn es könnte ja sein, dass das Flugzeug bei dieser Rapid Decompression beschädigt wurde. Maneuver with Care steht in den Handbüchern, falls wir ein Structural Damage des Flugzeuges erwarten. Spricht erstmal nichts dagegen, die Fluggeschwindigkeit weiter zu erhöhen. Dafür nimmt der Flieger jetzt die Nase runter und ihr seht, wir kriegen echt ganz ordentliche Sinkraten hin, von aktuell jetzt mal kurz über 6000 Fuß pro Minute. Wir sehen aber auch Delta Pressure 0, das heißt, wir haben jetzt gerade den Luftdruck in der Kabine, den wir auch außen um das Flugzeug herum haben. Und ihr seht, wir gehen wirklich ziemlich zügig runter, aber es ist keine unkontrollierbare Flugsituation. Es ist eine sehr dynamische Flugsituation, aber nichts Unkontrollierbares. In so einer Situation ganz gut, was wir auf jeden Fall machen sollten, wir schmeißen die volle Beleuchtung des Fliegers an. Die Landescheinwerfer machen wir an, damit die Leute draußen uns auch wirklich sehen können. Wir sagen der Flugsicherung Bescheid, dass wir uns gerade in einem Emergency Descent befinden. Das kann durchaus auch sofort ein Mayday Call sein. Und dann setzen wir direkt auch noch den Transponder Code 7700, dann wissen alle Bescheid. Und ihr seht, schon sind wir auf Flight Level 100 angekommen. Es dauert wirklich nicht lange. Was wir dabei auf jeden Fall jetzt noch überprüfen sollten, unsere Kabinenhöhe befand sich über 14.000 Fuß. Dort sollten die Masken automatisch definitiv rausgekommen sein. Um sicherzugehen, dass das auch wirklich passiert ist, gehen wir einmal ans Overhead-Panel, schauen hier Oxygen,
alles klar, System on. Aber wir können, um das zu garantieren, hier nochmal die Klappe hier öffnen und dann auf Mask Manual on drücken. Dann ist auch definitiv sichergestellt, dass die Masken drauf sind. Und jetzt befinden wir uns erstmal in einer sicheren Situation. Und jetzt könnte man hier auch die Maske wieder absetzen. Hier kann man definitiv wieder atmen. Und es ist ein Airbus, deswegen hat er hier natürlich auf dem ICAM was geschmissen, und zwar Cabin Pressure, Excessive Cabin Altitude. Wir befinden uns in einer sicheren Situation. Aviate haben wir gemacht. Navigate, wir befinden uns hier in einer sicheren Umgebung. Flugfläche 100, völlig in Ordnung. Communicate, wir haben mit ATC gesprochen, die wissen Bescheid. Wir sagen denen Bescheid, wenn wir wissen, was wir machen wollen. Wir befinden uns in einer Notfallsituation. Das heißt, wir haben diese drei Punkte jetzt erstmal in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Priorität abgearbeitet. Dann können wir auch mit diesem Verfahren jetzt hier weitermachen. Und was dann als nächstes passiert, ist die Entscheidungsfindung. Alles klar, wo wollen wir überhaupt hin? Genf ist irgendwie eine coole Option. Basel haben wir doch eben schon drüber gesprochen. Komm, lass uns mal dahin fliegen. Das wird mit dem Lotsen abgesprochen. Dann wird der Flieger in die richtige Richtung gebracht. Kann man relativ easy machen, indem man hier auf einen Punkt geht. Dann New Destination, Lima Foxtrot, Sierra Bravo ist der Flughafen Basel. Insert, zack. Und dann nehmen wir uns da ein ILS auf die Runway 15, zack, und schön weiß das Flugzeug, dass wir jetzt in Basel landen wollen, stellt auch die nötige Frequenz ein für das Instrumentenlandesystem. Am besten geben wir dem Flieger hier direkt einen Direct, dann ist der Flugplan auch aufgeräumt und wir sind auf dem Weg nach Basel. So funktioniert das Ganze, mit deutlich weniger Gelaber natürlich, aber ihr seht, es ist ganz wichtig, eine kontrollierbare Flugsituation und auch ein Verfahren, was regelmäßig dann immer wieder trainiert wird. Und mit dem Wissen geht's wieder zurück ins Studio. Sehr schön zu sehen bei Flightradar. Die Crew hat genau das gemacht, worüber wir gesprochen haben. Eine Rechtskurve weg von den Bergen, den Emergency Descent eingeleitet, zügig den Transponder-Code 7700 und das war dann wahrscheinlich Teil ihrer Canned Decision, die sie sich vorher im Reiseflug zurechtgelegt hatten, einen Anflug auf Basel gestartet. Landen kann man hier an verschiedenen Orten. Das ist ganz schön über Europa. Es gibt einfach sehr viel Auswahl, die passt. Basel ist für die Crew in diesem Fall eventuell die beste Wahl gewesen, weil der Platz bekannt ist, das Wetter gecheckt und die Verkehrssituation überschaubar. Wie auch immer, die ganz genauen Details in der Entscheidungsfindung kennen wir da nicht. Aber spricht zumindest aus der Sicht, die wir jetzt hier an dieser Stelle haben, überhaupt nichts dagegen. Der Notsinkflug runter auf die sichere Höhe von 10.000 Fuß hat dann tatsächlich nur knapp 7 Minuten gedauert. Und 25 Minuten nach dem plötzlichen Druckabfall war die Maschine dann sicher in Basel am Boden. Aus der Perspektive, die wir hier einnehmen können, alles richtig gemacht. Ob im Detail irgendwas falsch gelaufen ist, keine Ahnung, das wissen wir nicht. 37 Passagiere des Fluges wurden nach der Landung laut Angaben des Flughafens auf Ohrenprobleme und auf mögliche Verletzungen aufgrund dieses plötzlichen Druckabfalls und des Notsinkfluges gecheckt. Und jeder, der wollte, wurde dann durch Corendon Airlines mit einer Ersatzmaschine ein paar Stunden später nach Palma de Mallorca gebracht. Also, sehr spannende Geschichte. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Sehr dankbares Thema. Wirklich perfekt, um irgendwas daran zu erklären. Und ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, macht es gut, Leute. Und tschüss.